Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ja, wir atmen rund 10.000 Liter Luft pro Tag ein. Und ich habe immer wieder in Analysen gesehen, dass die Menschen viel zu schnell atmen, fast hyperventilieren und die Atmungsluft, die wir einatmen, gar nicht richtig verbrennen. Das ist aber gar nicht das Thema der Sendung, sondern wir reden heute darum, wie diese 10.000 Liter Luft von der Qualität her überhaupt aussehen, speziell in Innenräumen. Man glaubt es nämlich kaum, in Innenräumen haben wir eine unglaubliche Schadstoffbelastung, weil einfach die Häuser heute so hermetisch zugepackt sind, dass es einen natürlichen Luftaustausch gar nicht mehr stattfindet. Und wir haben so viele Möbel im Haus, die mit billigem Klebstoff verklebt sind, die Chemikalien in die Luft rauslassen, sodass wir hier wirklich einen gesundheitlichen, bedenklichen Werte messbar in Innenräumen haben. Ich habe heute einen Experten eingeladen, der sich im Bereich Luft wunderbar auskennt und ich bin mir sicher, Sie werden heute, wie ich auch, ganz vieles Neues erfahren. Bleiben Sie dran, wir legen gleich los. Und da ist mein Experte aus Spanien zugereist heute extra, der Franz Calivoda. Ganz herzlich willkommen. Hallo. Im Studio. Danke herzlich für dein Vertrauen, uns hier zu beehren. Mit dir eine Sendung zu machen über das Thema Luft. Dankeschön, dass ich hier sein darf. Gerne, gerne. Ich habe hier unsichtbares Schutzschild als Titel formuliert, durch die NASA bewiesen. So, das ist jetzt schon mal ein ganz spannendes Thema. Kannst du mir mal ein bisschen mehr sagen, inwiefern jetzt da die NASA involviert ist? Ja, also wir vertreiben ja seit über 12 Jahren in ganz Europa Luftreinigungsgeräte von einem nordamerikanischen Hersteller, Aerus, den es seit 1924 schon gibt. Das ist also ein alteingesessenes nordamerikanisches Technologieunternehmen, das auch in vielen Forschungsprojekten mit der NASA zusammenarbeitet. Und so ist eigentlich durch Zufall das alles entstanden, weil im Jahr 2007 die NASA auf der Internationalen Raumstation ein Problem hatte. Die machten dort ein Experiment mit einer Kartoffelplantage und Kartoffeln setzen ja von Natur aus an Gas frei, das Ethylen. Und das Ethylen ist zwar jetzt nicht giftig, aber es hat narkotisierende Effekte eventuell für die Astronauten. Und was auch sehr schlimm war, es beeinträchtigte enorm das Wachstum der Pflanzen dort, also der Plantage, mit der sie experimentierten. Und dann suchten die nach einer Technologie, die in der Lage war, das Ethylen von der Raumstation sozusagen fernzuhalten oder es dort zu zersetzen. Und es gab verschiedene Technologien, die Ethylen zersetzen, zum Beispiel Ozon. Nur Ozon konnten sie nicht einsetzen, weil es eben ein zu aggressives Oxidationsmittel ist, was bei über 180 Milligramm pro Kubikmeter schon sehr gefährlich für Schleimhäute, für Atemwege ist und auf keinen Fall in Anwesenheit von Menschen eingesetzt werden sollte. Und dann suchten sie halt nach einer Technologie, die für Menschen und Tiere, also für Menschen und Pflanzen unbedenklich war. Und erreichten diese Entwicklung, diese Active Pure Entwicklung und stellten fest, dass nicht nur das Ethylen zersetzt wurde, sondern dass eben auch alle Viren, Bakterien, Pilze, Schimmelpilze dort unschädlich gemacht wurden. Die Weltraumstiftung hat ja das jetzt auch noch zertifiziert, um den Menschen hier draußen zu zeigen, dass wir nicht Millionen oder Milliarden sinnloses Geld in den Weltraum pushen, sondern dass daraus Technologien entwickelt werden, die für uns Menschen sehr, sehr bedeutsam sind. Ja, also die Weltraumstiftung hat Active Pure als einzige Luftreinigungstechnologie, die es gibt, im Jahr 2016 in der Hall of Fame der Weltraumtechnologien aufgenommen, als eben einzige Luftreinigungstechnologie, die als zertifizierte Raumfahrttechnologie ursprünglich entwickelt wurde. Gut, jetzt noch meine Frage, ist das Prinzip der Gase? Ich erinnere mich da an ein Experiment, wenn ich Popcorn mache zu Hause, riecht das ganze Haus nach Popcorn. Das heißt, auch bei diesem Experiment dazu was mit diesen Kartoffeln, ist es ja auch das Prinzip der Gase gewesen, dass dieses Gas sich verbreitet und eigentlich Gerüche im ganzen Haus oder der ganzen Station verbreiten. Ja, also diese drei Parteien, die sich dort zusammentaten, um das Problem zu lösen, das war ja die Universität von Wisconsin, der Hersteller Aerus und auch die NASA-Ingenieure. Und die entwickelten dort diese Technologie,
die also nicht nur die Viren zersetzte oder die Zellmembrane der Viren und Bakterien neutralisierte, oder? Kann man sagen, ja, sondern also dass der große Schritt nach vorne war ja, dass diese Technologie nicht passiv ist, sondern aktiv. Das heißt, sie erreichten, dass diese Active-Pure-Moleküle so stabil sind, dass sie auf Distanz, auf große Distanz vom Gerät immer noch ihre Wirkung beibehalten, so dass also Viren und Bakterien auf Distanz inaktiviert werden konnten, ohne dass man warten muss, bis die das Gerät erreichen. Und jetzt kommen wir zum Titel der Sendung, unsichtbare Schutzschild. Das heißt, unser ganzer Raum ist eigentlich ein Schutzschild, gefüllt mit Molekülen, die sofort in der Lage sind, alle negativ oder schädlicheren Moleküle zu neutralisieren. Genau, also man muss da als Beispiel, die Erdatmosphäre erzeugt auf natürliche Weise durch Sonnenbestrahlung, durch Luftfeuchtigkeit und durch Sauerstoff Moleküle, die die Erdatmosphäre von selbst reinigen, auf natürliche Weise. Also die Natur ist ja immer schlauer als wir. Und durch die Active Pure Technologie werden genau diese gleichen Schlüsselmoleküle vom Gerät freigegeben. Genau die gleichen Schlüsselmoleküle, die auch die Erdatmosphäre benutzt. Und das sind also natürliche Moleküle, die eben auch in der Natur vorhanden sind. Das sind Superoxide, Hydroxylionen und Hydroxylradikale. Und die sind in der Lage, es sind sehr leistungsfähige und natürliche und sichere Oxidationsmittel, die in der Lage sind, die Zellstrukturen von Viren, Bakterien und flüchtigen organischen Verbindungen aufzubrechen und somit diese zu neutralisieren. Du hast jetzt mehrfach das Wort Viren auch gebracht. Das ist im Moment in aller Munde im Zusammenhang mit dieser Pandemie. Und jetzt habe ich auf eurer Homepage, wir schauen uns das gleich an, gesehen, erstens, das Gerät ist FDA-zertifiziert und zweitens kommt hier eine Studie zum Ausdruck, die gemacht wurde auf diesen aktuellen SARS-CoV-2-Virus. Ist diese Studie auch FDA-zertifiziert, anerkannt oder wie sieht das aus? Ja, es ist ja so, dass eben Airus schon ein alteingesessenes Technologieunternehmen ist, in den Vereinigten Staaten, das sehr, sehr guten Prestige genießt. Und alle Labore, die diese Berichte geschrieben haben, sind sehr renommierte, sogar weltweit bekannte Forschungslabore, die von der FDA zertifiziert worden sind. Also die FDA ist wie zum Beispiel in Deutschland das Paul-Ehrlich-Institut. Also es ist tatsächlich die höchste Instanz. Und es sind also sehr seriöse Laborberichte. Gut. Und hier habt ihr das eben auch auf die Luft- und Oberflächen gemacht, eine Studie zu SARS-CoV-2. Ich habe hier ein Video noch gefunden auf eurer Homepage in diesem Zusammenhang. Möchte das kurz unseren Zuschauerinnen und Zuschauern zeigen, bitte. Entschuldigen Sie, dass dieses Video vielleicht ein bisschen nach Werbung riecht. Ist so. Es ist das Home-Video vom Hersteller, deshalb riecht es nicht nur so nach Werbung, es ist auch Werbung, aber es ist mir egal. Ich finde es wichtig und bedeutsam, dass wir uns das ansehen. Deshalb viel Spaß beim Video. Aufgrund von Covid-19 sind die Luft, die wir atmen und die Dinge, die wir berühren, nicht mehr sicher. Die Luft und die Oberflächen, die wir teilen, sind ein Risiko durch Covid-19 und andere Krankheitserreger. Aber mit der Active Pure Technologie können Luft und Oberflächen schnell und sicher gereinigt und desinfiziert werden, während sie die Räume mit anderen teilen. Active Pure ist eine patentierte, fortgeschrittene, aktive Technologie, die funktioniert, indem für Menschen, Tiere und Pflanzen unbedenkliche, aber leistungsstarke desinfizierende Moleküle in den Raum projiziert werden, die Krankheitserreger überall schnell finden und zerstören. Active Pure Moleküle wirken, indem sie die Zellmembrane von Viren und Bakterien zerstören, sie somit unschädlich machen und außerdem verhindern, dass sie sich vermehren können. Die Active Pure Technologie wurde entwickelt, um das Gesetz der Gase zu nutzen, um ihre sicheren Desinfektionsmoleküle in jeden Winkel eines Innenraums zu verbreiten. Das Gesetz der Gase ist der Grund dafür, dass sich der Geruch von Mikrowellenpopcorn sofort in ihrem ganzen Haus ausbreitet.
Diese unsichtbaren und geruchlosen Active Pure Moleküle werden durch unsere aktiven, mobilen oder Standgeräte im Raum verteilt und zerstören schnell und sicher Krankheitserreger, unabhängig davon, ob sich diese in der Luft oder auf Oberflächen befinden. Active Pure unterscheidet sich stark von anderen Technologien, die einen passiven Ansatz verfolgen und erfordern, dass der Erreger in einen ineffizienten Filter, UVC-Licht oder einen PCO-Mechanismus gezogen wird. Active Pure wartet nicht ab, dass die Erreger durch Zufall eingefangen werden. Es sucht und vernichtet sie schnell, wo immer sie auch sein mögen, in der Luft, die sie atmen oder auf den Oberflächen, die sie berühren. Active Pure liefert messbare und garantierte Ergebnisse und gibt ihnen die Gewissheit, dass sie den Menschen den besten Schutz bieten. Die Active Pure Technologie wird in Krankenhäusern, Büroeinrichtungen, Schulen, Behörden und in jeder Art von gemeinsam genutzten Räumlichkeiten auf der ganzen Welt eingesetzt. Die Wirksamkeit von Active Pure ist wissenschaftlich nachgewiesen und von mehreren unabhängigen Instituten von weltweit anerkanntem Prestige zertifiziert. Active Pure stellt die wirklich effiziente Schutzbarriere dar. Hier ist dieser Prüfungsbericht, den wir uns auch gleich anschauen, über die Wirksamkeit dieser Technologie bei Oberflächenbelastung bei SARS-CoV-2. Ich finde das total überraschend. Das ist ja eine unglaublich hohe Zahl. Also dieses ganze Desinfizieren die ganze Zeit könnte durch eine solche Technologie eigentlich neutralisiert werden. Ja, also diese Laborberichte, der Laborbericht, bei dem es um die Oberflächendesinfektion von SARS-CoV-2 geht, der wurde von dem renommierten MRI Global Labor gemacht. Und bei dem anderen Bericht, da handelt es sich darum um die Effizienz der Virenreduzierung in der Luft. Der wurde von einem US-amerikanischen Militärlabor gemacht, was auch FDA-zertifiziert ist und was ein sehr renommiertes Forschungslabor auch ist und eines der wenigen Labore, die eine Biosicherheitsstufe 3 und 4 haben und die also tatsächlich mit SARS-CoV-2 diese Tests machen können. Schon beeindruckend. Ja. Also, wenn ich, je mehr ich darüber überlege, was das Potenzial dahinter ist, das ist ja eigentlich gigantisch. Wie viele Krankheitsausfälle bei Geschäftsinhaber von Firmen, Banken, Versicherungen, Zahnarztpraxen und, wie das deutlich reduziert werden könnte, wenn solche Menschen, die ständig irgendwelche Keime bringen, dass diese Keime sofort neutralisiert werden. Das ist ja ein Riesenpotenzial. Ja, ich meine, um das Ganze wirklich zu verstehen, wie die Active Pure Technologie tatsächlich eine Spitzentechnologie ist, die gerade auf das Problem ausgelegt ist, was uns ja alle zurzeit seit ein paar Jahren schon fast beschäftigt, sollte man eigentlich, also müssten wir eigentlich zurückgehen auf die Geschichte der Luftreinigungstechnologien. Welche Luftreinigungstechnologien werden heutzutage benutzt und woher kommen die eigentlich? Ja, fangen wir mal an. Es gibt ja eine reine Aktivkohlefilterung. Ja, es gibt die Aktivkohlefilter, die ja um die Jahrhundertwende entstanden. Und Aktivkohle ist ja ein Material, was Gase und Gerüche absorbieren kann und zurückhalten kann. Deshalb werden Aktivkohlefilter zum Beispiel in Gasmasken auch eingesetzt und in vielen anderen Bereichen. Und obwohl die Technologie schon über 100 Jahre alt ist, wird sie heute noch eingesetzt, weil sie eben so effizient ist. Mhm. Aber es gibt noch andere, wie zum Beispiel die HEPA-Filter, die amerikanische Armee aufgrund der Notwendigkeit, die Luft in engsten Räumen wie in Inneren von U-Booten zu kontrollieren oder um die Ausbreitung von radioaktiven Partikeln zu kontrollieren, brauchten die also einen Hochleistungsfilter und somit entstand eigentlich der HEPA-Filter, was ja nichts anderes als eine Abkürzung von einem hocheffizienten Partikelluftfilter ist. Mhm. Und da gibt es verschiedene Standards, nicht? Also der Standard ist der HEPA-12-Filter, der auch in Flugzeugkabinen eingesetzt wird, bei dem Partikel bis zu 0,3 Mikrometer gefiltert werden, also zurückgehalten werden. Und dann gibt es den wir benutzen, das ist der HEPA-14-Filter, bei dem dreimal so kleine Partikel sogar
zurückgehalten werden, also bis zu 0,1 Mikrometer. Und das heißt, wir haben überhaupt keinen Staub mehr in der Luft. Ja, und für die Hausfrau kann 90% oder 95% weniger Staub aufwischen, wenn er einfach weg ist. Für Allergiker, für Asthmatiker, Klar. Ja, und dann gibt es noch andere Technologien, die um die Jahrtausendwende entstanden. Also um das Jahr 2000 entstand zum Beispiel eine Technologie, die Ionisierung. Und da geht es darum, dass elektrische Ladungen in die Luft abgegeben werden, dafür, dass sich die in der Luft schwebenden Mikroorganismen damit aufladen. Und dadurch, dass dann einige eine negative und andere eine positive Ladung haben, ziehen sich gegenseitig an, ballen sich zusammen und sinken dann durch das erhöhte Gewicht nach unten. Ja. Das hat den Vorteil, dass diese Substanzen nicht mehr in Atemhöhe sind. Aber Ionisierung, jetzt, wenn man als alleinige Technologie ist nur kurzzeitig wirksam, weil diese Substanzen, diese Partikel, die sinken nach unten, entweder auf Böden oder auf Oberflächen. Aber wenn sich in dem Augenblick eine Person in dem Raum befindet, die sich bewegt, entstehen wieder Luftturbulenzen, die dazu führen, dass diese Substanzen sich wieder aufwirbeln, sich trennen und die Luft zurückkehren. Mhm. Und somit hat man also wenig gelöst. Also die Ionisierung ist eigentlich nur sinnvoll, wenn sie zusammen mit einem HEPA-Filter agiert, so dass der HEPA-Filter diese Partikel, die sich zusammengeballt haben und auch größer geworden sind und schwerer, besser auffangen kann. Aber es bleibt immer noch passiv und nicht aktiv. Das heißt, der Raum ist nicht voll sauber, sondern es ist nur die Luft sauber, die durch den Filter durchging. Genau. Dann entstand auch um das Jahr 2000 noch eine weitere Technologie, und zwar die mit UV-Licht. Mhm. Nicht? Also man stellte fest, dass wenn man ein kalibriertes UV-Licht einen gewissen Zeitraum auf einen Mikroorganismus strahlte, dass der dann dehydriert wurde, also sozusagen ausgetrocknet. Und es gibt also auch viele Luftreinigungssysteme, die eben im Inneren mit UV-Licht arbeiten. Und dann gibt es auch freies UV-Licht. Das hat Vor- und Nachteile. Da muss man natürlich aufpassen, weil UV-Licht sollte also, Menschen sollten nicht direkt davon bestrahlt werden, weil das kann also gewisse Arten von Hautkrebs auslösen und auch die Augen gefährden. Und dann ist eben UV-Licht eine sehr kurzzeitige Lösung. Und das Gleiche passiert auch mit Ozon, nicht? Oder auch mit Natriumhypochlorid. Das sind nur Lösungen, die eben so lange andauern, wie Sie sie benutzen. Sobald Sie das Gerät ausschalten, ist die Lösung, und dieses UVC-Licht und auch Ozon kann man ja nicht in Anwesenheit von Menschen benutzen. Das heißt, man kann einen Raum entkeimen, dann muss man ihn lüften, wenn es sich um Ozon handelt, dann kehren die Menschen zurück. Aber in dem Augenblick, in dem nach 5 Minuten vielleicht ein kranker Mensch in dem Raum ist, sind alle, die dort anwesend sind, wiederum gefährdet, bis sie nicht die nächste Entkeimung mit Ozon oder mit UV-Licht machen. Und das ist der große Unterschied. Mit der aktiven Schutz kommt dieser Mensch, der gerade wirklich Viren in sich trägt oder krank ist, in diesen Raum rein. Und jetzt ist diese aktiven Partikel setzen sich gleich auf ihn und neutralisieren diese Keime. Ja, also es ist so, dass durch die Active Pure Technologie von dem Luftreiniger Moleküle freigegeben werden, die für Menschen, Tiere und Pflanzen unbedenklich sind, die aber tatsächlich in der Luft und auch auf Oberflächen Viren, Bakterien, flüchtige organische Verbindungen bei Kontakt zersetzen, also deren molekulare Struktur aufbrechen und sie somit unschädlich machen. Mhm. Und das sind Moleküle, die auch auf natürliche Weise in unserer Erdatmosphäre schon vorhanden sind und die unsere Erdatmosphäre auch nutzt, um sich selbst zu reinigen. Mhm. Die gleichen Schlüsselmoleküle. Mhm. Das sind Hydroxylgruppen, Hydroxylionen, Superoxide und Hydroxylradikale, die für Menschen, Tiere und Pflanzen unbedenklich sind, aber die eben die Luft reinigen und desinfizieren und die Oberflächen. Mit diesen negativ geladenen Ionen bin ich eigentlich schon immer ein großer Fan gewesen. Ich lasse mich da jetzt gerne belehren, aber meiner Informationsquellen zufolge waren früher von Natur aus rund die Natur 2/3 mit negativ geladenen Ionen besetzt, 1/3 positiv. Negativ heißt jetzt nicht negativ in dem Sinn, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was wir es gerade glauben, sondern negativ ist eigentlich positiv für uns.
Negativ ist die volle Energie, die wie eine Batterie, die negativ geladenen Elektronen ist der Strom und der Positiv ist dann eigentlich nichts mehr. Also die Energie steckt im Negativen drin. So, und im Wald oder am Wasser, Fällen, wo wir finden, oh, die Luft ist genial, die hat einen sehr hohen Wert an negativ geladenen Ionen. In Innenräumen, zum Beispiel, wenn ein Drucker läuft oder viel Elektrosmog da ist, da habe ich noch manchmal 5-10% negativ geladene Ionen. Das habe ich mal gemessen. Also fast nichts mehr und man merkt es auch, man kommt rein, oh, die Luft ist beschissen, oder? So. Was macht jetzt dieses Gerät mit diesen, wenn die Luft wirklich elektrosmogbedingt nur noch praktisch positiv geladen ist? Ja, das war ja gerade die große Leistung von den NASA-Ingenieuren, die das geschafft haben, dass das Gerät im Inneren durch die Active Pure Zelle, die ja auch die relative Luftfeuchtigkeit und den Sauerstoff benutzt, um dort Moleküle zu erzeugen, die negativ geladen sind und die in der Lage sind, auf Distanz und auch auf Zeit vom Gerät entfernt, also auf große Distanzen, also bis zu 280 Quadratmeter bei einer durchschnittlichen Deckenhöhe von 2,8 Meter, das sind ja 780 Kubik, ihre Wirksamkeit beizubehalten und somit auf Distanz Viren und die gehen in jede Ecke, die gehen überall hin und verteilen sich sehr schnell im Raum und erzeugen eben eine Luftdesinfektion und eine Virenentlastung. Das heißt, wenn ich in diesen Raum reinkomme, atme ich frische, saubere, reine Luft ein und merke das auch sofort. Das merken Sie auch. Das merken Sie auch. Und es ist auch so, dass durch bessere Luft überhaupt die Leistungsfähigkeit von Menschen natürlich erhöht wird. Ja. Das merken auch die Mitarbeiter. Es entstehen weniger Krankheitsfälle. Der Krankenstand für Betriebe sinkt enorm. Und sie schützen sich selbst und ihre Mitarbeiter eben vor den ganzen Risiken, denen wir heutzutage ausgesetzt sind, inklusive SARS-CoV-2. Ich war kürzlich eine Wohnungsbesichtigung machen und da habe ich in einem Badezimmer auch Schimmel gerochen. Also auch sowas, Schimmel ist ein großes gesundheitliches Problem, aber es würde sich ja durch dieses aktive Filterung auch sofort neutralisieren. Ja, Schimmel, die Sporen, die dort freigesetzt werden in die Luft, die sind ja schädlich für uns. Ja, natürlich, das wird alles sofort inaktiviert. Und diese Billigmöbel, die es zum Teil gibt, die dann die Formaldehyd und andere Gase freigeben, also das wird alles neutralisiert. Also wir haben ja Labortests mit unserer Technologie, aus denen hervorgeht, dass sogar das in der Luft auf natürliche Weise vorhandene Formaldehyd, der Basiswert von der Technologie gesunken wird, also niedriger ist, wenn das Gerät im Einsatz ist. Gut, ich habe hier noch ein Plakat, also eine Folie, die aufzeigt, FDA-zertifiziert, wissen wir, das ist der Ritterschlag der Welt. In Deutschland ist es das Paul-Ehrlich-Institut, in der Schweiz wahrscheinlich die Swissmedic, vermute ich jetzt mal. Wir sehen wie noch das Zertifikat der Space-Technologie, um zu zeigen, dass die Raumfahrt sehr sinnvolle Technologien entwickelt, die für uns Menschen dann wieder einen Mehrwert darstellen, entwickelt mit der NASA. Es steht hier alles drauf, hat mich total überzeugt. Das Hervorragende an der Entwicklung, die der Hersteller geschafft hat mit diesen Geräten, ist ja nicht nur die Active Pure Technologie, sondern dass in einem einzigen Gerät die 5 wichtigsten Luftreinigungstechnologien vereinigt sind. Also das Gerät hat einen HEPA-Filter, aber keinen HEPA-Standardfilter, sondern den besten HEPA-Filter, den HEPA-14-Filter. Dann hat das Gerät einen Aktivkohlefilter, eben gegen chemische Substanzen in der Luft und auch Gerüche, was oft auch für die in der Gastronomie sehr wichtig ist. Dann hat das Gerät eine Technologie, ein keimtötendes UVC-Licht, was man von außen nicht sieht, aber was sich im Inneren des Gerätes befindet, das von innen auf die Filter strahlt, um zu gewährleisten, dass alles, was im Filter verbleibt, dort nicht weiterleben kann, was ja ganz wichtig ist.
Dann hat das Gerät noch eine vierte Technologie und das ist ein Ionisierungssystem, das elektrische Ladungen in die Luft freigibt, dafür, dass ich die in der Luft schwebenden mikroskopisch kleinen Partikel, Viren, Bakterien elektrisch damit aufladen und dadurch, dass dann einige eine positive und die anderen eine negative Ladung haben, ziehen sich gegenseitig an, ballen sich zusammen, sinken durch das erhöhte Gewicht nach unten. Mhm. Das hat den Vorteil, dass die Partikel nicht mehr in Atemhöhe sind und den Vorteil, dass der HEPA-Filter die besser aufgreifen kann. Und die fünfte Technologie, die ja dann wichtiger ist als alle vier zusammen, als alle anderen vier zusammen, ist ja die Active Pure Technologie, bei der eben von dem Gerät natürliche Moleküle freigegeben werden, die auf Distanz Viren und Bakterien inaktivieren in der Luft und auch auf den Oberflächen. Wie wartungsintensiv ist dieses Gerät? Ja, also das Gute an diesem Gerät ist ja, dass es sehr, also man braucht nur einmal im Jahr den Filter auswechseln, einmal im Jahr. Das ist ein HEPA-Filter mit Aktivkohle. Genau. Weg damit. Ja, und dadurch, dass in dem Filter ist ja schon alles abgetötet, es ist also eigentlich nur noch Staub, also Plastiktüte und der neue Filter rein. Und dann einmal alle zwei Jahre die UVC-Lampe. Und mehr ist da nicht zu machen. Die Geräte sind absolut geräuscharm. Also das Gerät hat vier Stufen und in der Stufe von 1 bis 3 ist es für das menschliche Gehör nicht wahrnehmbar. Und die Stufe 4, die hört man dann wie so ein Ventilator, leisen Ventilator im Hintergrund. Und die benutzt man aber nur, um den Raum mal ganz schnell zu entkeimen. Wenn ich ein Fondue mache zu Hause und alles schmeckt nach Käse, kurz auf die Nummer 4, zack, ist die Sache geregelt. Genau. Oder? Und dann ist auch noch wichtig zu wissen, dass die Geräte einen sehr geringen Stromverbrauch haben. Also das Gerät verbraucht zwischen 23 und 80 Watt, also weniger als eine Glühbirne, je nach Leistungsstufe. Und die Geräte haben 5 Jahre Garantie. Und das Gerät, das ist für den Dauerbetrieb geeignet. Also Sie können es, wenn Sie möchten, 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag laufen lassen. Da passiert gar nichts. Und da geht es auch nicht nach 2 Jahren nach der Garantie kaputt, oder? Nee, also es ist so, dass die Garantie ja also offiziell 2 Jahre ist. Aber wenn der Kunde, das machen ja eigentlich alle, nach diesen 2 Jahren einmal im Jahr den Filter wechselt, dann wird diese Garantie vom Hersteller automatisch immer um 1 Jahr erweitert, bis zu insgesamt 5 Jahren Garantie. Cool. Ja, ja. Wunderbar. Lieber Franz, total wichtiges Thema, was du da in die Welt hinausträgst. Also extrem wichtig. Und ich erinnere mich gerade an einen Satz, wo meine Mutter gerade vorne noch gesagt hat, schade, haben wir so viel Zeit verloren. Und da hat sie wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Das war's für heute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, wir durften Ihnen wieder eine ganz, ganz wertvolle Sichtweise darstellen, Beitrag leisten, zeigen dürfen, die eine Technologie vorstellt, die es schon seit 12 Jahren gibt, die in der ISS läuft, NASA mitentwickelt ist, die schon in Amerika, wie ich gehört habe, schon 500.000 Geräte alleine letztes Jahr platziert wurden in Amerika, in Spanien, auch in politischen Kreisen, Außenministerium genutzt wird. Im Verteidigungsministerium. Also es ist wirklich etwas mit Hand und Fuß. Ich kann Ihnen nur empfehlen, sich damit einfach mal auseinanderzusetzen, sich zu beschäftigen, sich im Internet schlau zu lesen, zu informieren, sich eine Meinung zu bilden zu dieser Sendung und das allenfalls in Betracht zu ziehen hier, dass es eine Möglichkeit gibt, einen aktiven Schutz zu machen, uns vor Keimen, Viren und so weiter zu schützen. Und ich erinnere da jetzt einfach auch an die ganzen Zahnarztpraxen, an die ganzen Arztpraxen, an die Krankenhäuser, an jeden Therapeut, der sich auch vor einem Patient auch ein bisschen schützen sollte, darf, müsste und hier wirklich eine effektive Lösung sehen könnte. In diesem Sinne alles Gute, bis ein anderes Mal, auf Wiedersehen miteinander.